Ja, schönen guten Morgen auch nochmal von mir. Herzlich willkommen auf der Frostcon. Freut mich, dass so viele erschienen sind. Und willkommen zu meinem Vortrag, der lautet Lifecycle Management mit Foreman und Catello, Grundlagen und Spacewalk Migration. Zuerst zu meiner Person. Mein Name ist Christian Stankovic. Ich arbeite als Senior Consultant für VMware Global und nebenher schreibe ich Blogposts und Fachbücher über IT-Themen. Und heute geht es um Foreman und Catello. Werfen wir also mal einen Blick auf die Agenda. Zuerst verschaffen wir uns mal einen Überblick über die beiden Produkte, worum es überhaupt geht, wozu man die einsetzen kann. Danach beschäftigen wir uns damit, wie wir die Produkte installieren und schauen uns mal Content Management und Puppet an, bevor wir uns um Automatisierung kümmern und das Ganze mit einem kleinen Ausblick auf Spacewalk-Migration abschließen. Also, Überblick. Worum geht es überhaupt bei den beiden Themen? Foreman ist eine quelloffene Lifecycle Management Suite und dient zur Erstellung, Konfiguration und Inventarisierung von Systemen. Wobei Inventarisierung bedeutet, dass hier System Facts für Profiling gesammelt werden. Was das bedeutet, sehen wir gleich im nächsten Slide. Wichtig ist, dass Foreman die Konfiguration von Systemen mittels Puppet unterstützt und optional über Module kann ich auch Chef, Salt oder Ansible verwenden. Wer von euch hat schon mal Puppet verwendet? Kurz Handzeichen mal. Okay. Und Salt, Ansible. Okay, also sehr gerecht verteilt. Je nachdem, was man lieber nutzt, kann man hier mittels Plugins einfach das Configuration Management seiner Wahl nutzen. Das ist ein sehr charmanter Vorteil von Foreman an der Stelle. Gut, was bedeutet Facts überhaupt? Also es gibt dieses Programm Factor, hat vielleicht der ein oder andere von euch schon mal gehört. Das ist ein Tool, das einfach sämtliche Fakten eines Systems auflistet. Und das können sowohl sehr generische Dinge sein, wie beispielsweise hier die Architektur oder die Domain des Systems oder die verfügbaren Netzwerkinterfaces, aber das können auch Laufzeitinformationen sein, wie beispielsweise, wie viel RAM ist aktuell noch frei und beinhaltet auch so Informationen wie, was für eine CPU habe ich verbaut oder ist es ein Hardware-System oder ist es ein virtualisiertes System. Das sind also alles Systemfakten, die ich später in Puppet verwenden kann, aber darauf kommen wir dann später noch. Nur, dass ihr es schon mal gehört habt, dafür gibt es dieses Tool Factor. Foreman lässt sich in seinem Funktionsumfang sehr leicht erweitern. Es gibt derzeit ca. 100 Plugins online verfügbar und die Auswahl der Plugins sind sehr weit gestreut. Also es gibt Plugins wie beispielsweise Cockpit, das ist eine kleine Web-Software, die mir zum Beispiel CPU- und Memory-Informationen komfortabel darstellt. Das kann ich integrieren. Ich kann es auch beispielsweise in Isinger 2 integrieren. Da gibt es ein Plugin, das dann automatisch beispielsweise die Hosts aufnimmt in das Monitoring-System. Es gibt für Jenkins gibt es ein Plugin für Slack oder was auch ganz interessant ist für Third-Party DNS und DHCP-Provider. Also wenn ich beispielsweise in meinem Setup ein Microsoft DNS habe, dann gibt es da auch ein Plugin dafür, um eben dann entsprechend die DNS-Information, die Foreman pflegt oder pflegen kann, an das Microsoft DNS zu übergeben. Also da einfach mal auf der Webseite vorbeischauen, da gibt es für nahezu jede Funktion irgendein Plugin für. Was ich auch sehr praktisch finde, Foreman integriert sich nahtlos in gängige Hypervisor und Cloud-Plattformen, beispielsweise VMware vSphere, Oviat, Amazon EC2, Microsoft Azure, Xen, OpenStack, OpenNebula und aufgrund dieser Integration kann ich beispielsweise ganz komfortabel über die Web-Schnittstelle mir ein neues System zusammenklicken, zusammenstellen und das wird dann automatisiert auf dieser Plattform bereitgestellt. Also es wird eine VM erzeugt, auf den Data Stores wird dann entsprechend Speicherplatz reserviert. Das macht es ein bisschen einfacher, denn ich muss die Änderungen nicht an zwei Stellen machen. Ich kann das komfortabel über eine Schnittstelle tun. Weitere Features von Foreman sind beispielsweise, dass es eine rollenbasierte Konfiguration ermöglicht. Das bedeutet, ich kann für meine Teams, für meine Administratoren, kann ich entsprechend Rollen anlegen. Beispielsweise eine Rolle, die lediglich User-Passwörter zurücksetzen darf, andere Rollen, die lediglich neue Maschinen bereitstellen dürfen und so weiter. Das ist vor allen Dingen für größere Firmen ganz interessant, um da entsprechend die ganzen Teams abzubilden. Foreman ist mandantenfähig, was auch wieder großen Setups zugutekommt. Ich kann dann beispielsweise mehrere Organisationen oder Locations definieren. Beispielsweise, wenn ich mehrere Kunden habe, die ich abbilden möchte oder mehrere voneinander losgelöste Teams, dann kann ich das über eigene Mandanten lösen.
Darüber hinaus integriert sich das Ganze nahtlos in LDAP, FreeEPA oder Active Directory, sodass ich Benutzer nicht mehrfach pflegen muss. Das kann ich an zentraler Stelle tun. Und was auch wieder für größere Systemlandschaften interessant ist, ich kann die Infrastrukturdienste auf Satelliteninstanzen verteilen. So, das bedeutet eigentlich nichts anderes. Also Foreman benötigt ja Dienste wie DNS, DHCP oder Puppet. Ja, ist ja klar, wenn ich ein neues System provisioniere, wäre es schon schick, wenn ich das irgendwie im DNS pflegen könnte und nicht manuell IP-Adressen vergeben muss. Und wenn ich jetzt beispielsweise ein großes Setup habe mit mehreren Standorten in mehreren Städten, vielleicht auch in mehreren Kontinenten, dann kann ich über Satelliteninstanzen das Ganze verteilen, dass die Systeme sich beispielsweise ihre Informationen nicht von der Hauptinstanz holen müssen. Also ich entlasse damit die Hauptinstanz und verlagere die Infrastrukturdienste an weitere Orte. Und was ich sehr charmant finde, es gibt eine wirklich gut dokumentierte REST-API, um sich eben eigene Erweiterungen zu programmieren oder andere Anwendungen zu integrieren. Aber da kommen wir später auch nochmal drauf. Gut, so viel zu Foreman. Was ist eigentlich Catello? Also Catello ist im Wesentlichen ein Content-Management-Plugin für Foreman und vereint im Wesentlichen die Softwareprojekte Pulp und Candlepin. Und das wiederum dient zur Synchronisation von OS-Tree und RPM-Paketen und Docker- und Puppet-Modulen. Also das sind alles die Inhalte, die ich dann schlussendlich über Foreman und Catello verteilen kann. Vielleicht ein Hinweis an der Stelle. Aktuell werden nur RPM-basierte Distributionen unterstützt, also SUSE, Fedora, Red Hat, Enterprise Linux, CentOS und so weiter. Aber ich habe jetzt gerade gesehen, vor ein paar Tagen, es gibt eine experimentelle Unterstützung für Debian-basierte Distributionen. Und es gab jetzt auch schon ein erstes Release, ich habe das noch nicht getestet, aber binnen kürzester Zeit hat sich da eine Firma dahinter geklemmt und hat da ein Plugin programmiert. Und ich bin mal sehr gespannt, was das für die Zukunft für Catello bedeutet. Ich fände es sehr charmant, wenn man auch in Zukunft eben Debian-basierte Systeme über diese Schnittstelle bereitstellen könnte. Also hier vielleicht einfach mal in der Zukunft vorbeigucken, wenn das für euch interessant ist und ihr keine Red Hat-basierten Systeme einsetzt. Da denke ich, wird sich einiges tun in der Zukunft. Bitte? Der Hinweis war gerade, Spacewalk kann das schon. Also es ist richtig, es gab eine experimentelle Unterstützung für Debian-basierte Systeme in Spacewalk. Ich hatte mir das mal angeschaut. Es hatte funktioniert, aber sonderlich stabil lief es bei mir nicht. Aber das ist jetzt auch schon 2 Jahre her. Ich weiß nicht, was sich in der Zwischenzeit vielleicht noch getan hat an der Unterstützung. Aber ja, korrekt. Spacewalk war in der Hinsicht Foreman und Catello schon einen Schritt voraus. Wobei man das auch differenzieren muss. Also Foreman kann ja per se Debian-basierte Systeme verwalten, nur Catello eben nicht. Gut. Okay, weitere Features von Catello. Was ich damit auch machen kann, ist, ich kann Errata verwalten und kann Subskriptionen und Kanalberechtigungen ganz granular pro System regeln. Das bedeutet, ich kann beispielsweise, wenn ich mehrere Kunden Verwalter, kann ich einem Kunden andere Repositories zur Verfügung stellen als Kunde B beispielsweise. Oder ich kann Limitierungen festlegen, beispielsweise Kunde A darf nur 50 Mal diese Software installieren. Und was ich auch sehr praktisch finde, was Spacewalk so nicht in der Art konnte, ich kann meine Inhaltsbestände kann ich einfrieren in verschiedene Zustände, was vor allen Dingen in Rechenzentren und größeren Umgebungen sehr viel Sinn macht, beispielsweise DevQA-Pod. Ich kann dann beispielsweise einen Softwarestand einfrieren, kann den erst auf meinen Entwicklungskisten testen, wenn das funktioniert, auf QA und dann eben auf die Produktion. Und das geht ganz komfortabel über die Webschnittstelle, wie wir gleich noch sehen werden. Zum Thema Errata. Ein Errata ist im Prinzip eine Erweiterung eines Updates um Metainformationen, um was für eine Art von Update es sich handelt. Also hier beispielsweise ist ein Errata, das ist ein Bugfix, der an dem Tag released wurde. Ich benötige keinen Reboot und hier ist eine kurze Beschreibung, worum es eigentlich geht, was da gepatcht wurde. Und das ist ganz praktisch, wenn man auch weiß, was für ein Update das jetzt eigentlich ist. Also ist es ein Security-Fix oder Feature-Enhancement? Ist unter Umständen für größere Umgebungen auch interessant, weil man beispielsweise in der Produktion nicht unbedingt immer alle Feature-Enhancements drin haben möchte, aber auf jeden Fall alle Bug-Fixes oder alle Security-Fixes. Das kann ich also auch ganz komfortabel über die Web-Schnittstelle einsehen. Hier vielleicht nochmal ein kleiner Vergleich. Ich weiß nicht, ob es der eine oder andere gehört hat, aber Red Hat Satellite 6 ist im Prinzip ein, also es basiert auf Foreman und Catello,
hat halt andere Farben und einen anderen Produktnamen, aber ist technisch eigentlich fast das Gleiche. Und hier habe ich mal eine kleine Aufstellung, wo da eigentlich die Unterschiede zwischen den beiden Produkten sind. Also Formen ist das Upstream-Projekt, so wird es von Red Hat auch bezeichnet. Dementsprechend ist alle 1 bis 2 Monate gibt es Versionen. Es wird also sehr aktiv entwickelt, während Red Hat Satellite eben entsprechend nur alle 11 Monate released wird. Wichtig an der Stelle ist auch, und das kann wirklich ein Fallstrick sein, aktuell verwendet Red Hat Satellite noch Puppets 3.6. Das ist eine relativ alte Puppet-Version. Und insbesondere, wenn man sich mit neuen Modulen beschäftigt, kann das oftmals problematisch werden, weil die Module gar nicht mehr unter Umständen für diese alte Puppet-Version optimiert wurden. Aber auch hier wird es eine Änderung geben mit dem neuen Release 6.3, das irgendwann dieses Jahr rauskommen soll, wird es dann auch Puppet 4 geben. Während Forman schon seit einiger Zeit eben entsprechend auf Puppet 4 setzt. Und Forman kann ich prinzipiell eigentlich auf jedem Linux-System installieren. Also es gibt es vorkompiliert für die gängigen Distributionen, aber ich kann es mir, wenn ich möchte, auch auf einem Gentoo kompilieren. Das ist überhaupt kein Problem. Während es Red Hat Satellite natürlich nur für Red Hat Enterprise Linux gibt, ist ja das kommerzielle Produkt. Support habe ich entsprechend bei Forman logischerweise keinen. Bei Red Hat Satellite habe ich den. Wobei da zu beachten ist, dass Red Hat hat eine sehr ausführliche Dokumentation, was supported ist und was nicht. Also beispielsweise, wenn ich mir ein Third-Party-Plugin installiere und mir damit meine Systemlandschaft zerschieße, sagt der Red Hat Support natürlich, okay, das ist nicht unser Plugin, das du verwendest, dein Problem. Also da am besten, wenn das einer von euch einsetzt, am besten mal einen Blick auf die Dokumentation werfen, ist ganz hilfreich. Logischerweise mit Formen kann ich auch keine Red Hat Satellite, keine Red Hat Enterprise Linux-Systeme verwalten, weil für den Zugriff auf die Pakete brauche ich eine Subscription. Dieses Feature ist auch dem Enterprise-Produkt vorbehalten. Gut. Setzt das einer von euch ein, Red Hat Satellite 6? Okay. Vorgängerversion auch verwendet? Migration gemacht oder neu installiert? Okay, gut. Gibt es da noch ein paar Hinweise? Vielleicht gibt es da ja. Gut, okay. Soviel dazu. Jetzt erstmal zur Installation. Ist relativ unspektakulär. Forman gibt es vorkompiliert schon für einige gängige Distributionen, beispielsweise Debian 8 und neuerdings, glaube ich, die 9er ist jetzt auch gerade rausgekommen. Fedora 24, Ubuntu, die LTS-Version entsprechend. Bitte? Ah, okay. Und der Hinweis war gerade, Fedora 24 ist End of Life. Muss zugeben, als ich das Slide geschrieben habe, war es noch aktuell. Anscheinend, gut, hat sich das geändert, dann entsprechend Fedora 25. Und für die ganzen Enterprise Linux basierenden Derivate, also RHEL, CentOS, Scientific Linux, Oracle Linux, gibt es eben auch entsprechend vorkompilierte Pakete. Wichtig ist, Catello gibt es lediglich für EL6 und EL7 vorkompiliert. Das heißt, wenn ich jetzt eben ein Ubuntu einsetze und möchte Catello installieren, dann muss ich es mir unter Umständen selbst kompilieren oder irgendein PPA einbinden. Ganz wichtig an der Stelle. Ansonsten Anforderungen, mindestens 2 Cores, 8 GB Memory ist das Minimum, 12 macht auf jeden Fall mehr Sinn. Nachdem wie groß meine Landschaft ist, kann sein, dass ich da vielleicht nochmal ein bisschen anpassen muss. Und so eine Daumenregel ist, 30 GB pro Betriebssystem, das ich verwalten möchte, sollte man so einplanen. Das heißt, wenn ich jetzt CentOS 6 und 7 verteilen möchte, dann sollte ich idealerweise mal 60 GB reservieren. Es kommen mir immer wieder neue Updates hinzu, das ist da ganz hilfreich. Ansonsten gibt es auch eine sehr ausführliche Dokumentation, aber im Wesentlichen sind das so die wichtigsten Anforderungen. Was ganz wichtig ist, man sollte dedizierte Dateisysteme erstellen. Ich habe das hier mal aufgelistet. Das erste ist, es gibt auf dem System läuft wirklich ein vollwertiger Squid-Proxy, der halt eben als Cache fungiert für die Pakete, die übertragen werden. Dafür ein eigenes Dateisystem einzurichten, ist durchaus sinnvoll, erreicht eigentlich auch schon 10 GB. Catello hat seine eigene MongoDB für eben die Paketinformationen und da ist es wirklich essentiell, ein eigenes Dateisystem zu verwenden. Auch wenn jetzt 10 GB relativ klein erscheint, man könnte ja sagen, mein Root-File-System hat 100 GB, das passt schon noch mit drauf. Man sollte bedenken, dass diese MongoDB eben nicht sehr viel Speicherplatz belegt, aber enorme Mengen an kleinen Dateien und Links erstellt. Und wenn ich das auf dem Root-Filesystem habe, dann laufe ich in Gefahr, dass ich mir eben einfach mir die Inodes ausgehen. Und das ist auf dem Root-Filesystem nicht ganz so zielführend. Deswegen unbedingt dafür eigenes Dateisystem. Für die anderen Dateisysteme, also ich würde für die PostgreSQL-Datenbank von Forman würde ich auch immer ein eigenes Dateisystem machen, genauso wie für die RPM-Dateien, das ist dann das Wally Pulp
Verzeichnis würde ich dann entsprechend 30, 60 oder je nachdem, wie viel Gigabyte ich eben im brauche. Also das ist das Verzeichnis, wo die eigentlichen RPMs liegen. Ja. Und natürlich muss ich auch die Firewall konfigurieren, Port 80 und 443 logischerweise muss offen sein, sonst kann ich die Web-Oberfläche nicht erreichen. Wenn ich Clients fernsteuern möchte, beziehungsweise Clients verwalten möchte, dann muss ich eben auch einen Port öffnen. Und wenn ich mit Satelliteninstanzen reden möchte, dann muss ich noch einen weiteren Port öffnen. Zur Installation, relativ unkompliziert. Es gibt eben Repositories, die man einbindet. Das kennt man ja von anderen Produkten. Das ist ein Repo, das bindet man ein, hat es dann im YAML. Es gibt dann ein Repo für Catello, eins für Foreman, eins für Puppet. Und wenn ich das Catello-Paket installiere, werden automatisch die ganzen Abhängigkeiten mitgezogen. Und dann wäre das genau der richtige Zeitpunkt, vorher noch mal ein Backup oder einen Snapshot anzulegen. Hintergrund, warum ich das erwähne, ist der Foreman Installer, also das Tool, das dann die Installation vollautomatisch durchführt. Das neigt manchmal vor allen Dingen dann, wenn man Entwicklerversionen testet, Dinge zu tun, die man nicht unbedingt erwartet hat. Und wenn man dann ein Backup hat, ist das natürlich toll, dann kann man einfach wieder auf den Stand zurückgehen und muss nicht manuell die ganzen Pakete deinstallieren, gucken, ob irgendwo Leichen hängen geblieben sind. Also mit den Stable-Versionen hat man da eigentlich nicht so ein Problem, aber lieber ein Backup und ein Snapshot haben, als keins haben. Ja, das ist ein Act von ein paar Sekunden. Kann nicht schaden. Zum Foreman Installer vielleicht noch ein Hinweis. Es gibt sehr viele Zusatzoptionen, die ich schon vor der Installation angeben kann. Am besten einfach mal den Befehl ausführen. Ja, Foreman Installer Scenario Catello-H, dann sehe ich eine lange Liste an Optionen, die unter Umständen interessant sein könnten. Was ich immer sehr wichtig finde, ist den Namen der Initial Organization und Location zu ändern. Also es gibt immer eine Standard-Location und eine Standard-Org. Und die heißt halt Default-Org und Default-Location. Das ist unter Umständen nicht so aussagekräftig. Dafür gibt es dann die beiden Parameter Initial Organization und Initial Location. Die habe ich eben entsprechend hier für mein Homelab mal auf eigene Werte gesetzt. Und dann heißen die Organisationen eben entsprechend auch nach der Installation nicht Default. Gut, und wenn man das richtig gemacht hat, hat man am Ende irgendwo ein Admin-Passwort, mit dem man sich einloggen kann und wird dann auf dieser Oberfläche begrüßt und sieht dann Übersicht über registrierte Hosts, über den Gesundheitszustand der einzelnen Systeme, kann dann die ganzen Funktionen aufrufen. Darauf kommen wir dann aber später noch zu sprechen. Okay. Reden wir mal über Content Management. Ich habe jetzt hier schon rausgehört, den einen oder anderen gibt es, der vorher Spacewalk verwendet hat. Vielleicht ein kurzes Handzeichen, wer von euch Spacewalk verwendet hat. Okay, doch nur zwei, dann haben wir drei. Okay, also im Vergleich zu Spacewalk, Spacewalk war da relativ simpel. Es gab halt eben einen Parent-Channel mit optionalen Child-Channels, die jeweils ein oder mehrere Repositories hatten. Und die Systeme habe ich eben dann entsprechend dem Parent und optionalen Child-Channels zugewiesen. Das konnte ich entweder manuell machen oder per Aktivierungsschlüssel. Mit Catello ist das ein bisschen aufwendiger geworden. Also prinzipiell nennt man das jetzt Product und ein Product hat ein oder mehrere Repositories. Und die Versionsstände, die friere ich eben in Content Views ein. Und so ein Content View wiederum hat ein oder mehrere Repositories. Und so ein YAML, und so ein Content View kann eben YAML-Filter enthalten. Ja? Das klingt jetzt relativ komplex, aber wir sehen das gleich in den nächsten Slides noch ein bisschen hoffentlich besser erklärt. Wichtig ist auch, wenn man in Spacewalk von einem Repository gesprochen hat, dann ging es um irgendeinen Server, wo es eben RPM oder Debian-Pakete gab. Bei Foreman und Catello sieht es eben so aus, dass ein Repository YAML-Pakete enthalten kann, aber auch ganz normale Dateien oder Docker- und Puppet-Module. Also Repository ist dann ein bisschen allgemeiner verwendet. Ja. Im Backend sieht das Ganze wie folgt aus. Hier jetzt beispielsweise gibt es ein Content View, CentOS Stankovic 7. Und da sind eben verschiedene YAML-Repositories hinzugewiesen. Also es gibt Extras, hier habe ich einen Isinga-Client, einen Catello-Client, die OS-Pakete, Zusatzpakete und eben die Updates. Und hier sehe ich eben auch, wie viele Pakete, wie viele Errata diesen Repositories angehören. Und die gehören zu diesem Content View. So, und bei dem Thema YAML-Filter, das finde ich ganz, ganz praktisch, der dient im Prinzip dazu, um Pakete eben zu integrieren oder auszuschließen anhand von Paketnamen, Paketgruppen oder Errata-Informationen. Das heißt, ich kann beispielsweise,
um mal einen Use Case zu nennen, wenn ich jetzt ein festes Wartungsfenster habe. Ich habe zum Beispiel, ich darf nur einmal im Quartal meine Systeme patchen, was ja in produktiven Umgebungen realistisch ist. Dann kann ich mir einen Filter setzen, der zum Beispiel alle Errata integriert, die in diesem Zeitrahmen liegen. Aber alle, die außerhalb dieses Rahmens liegen, eben nicht. Ja? Und somit kann ich sicherstellen, dass ich immer nur genau die Pakete installiere oder installieren kann, die ich eben auch aufgrund des Filters verwenden darf. Und diese Filter könnte ich beispielsweise auch kombinieren. Das wäre auch möglich. Das sieht dann im Backend wie folgt aus. Ich habe hier mal einen Beispielfilter angelegt, der halt eben einfach nur für das erste Quartal 2017 die Errata integriert. Da kann ich auswählen, will ich Security Fixes, Feature Enhancements oder Bug Fixes. In dem Fall ist alles angekreuzt. Und es gibt einen Start und einen Enddate. Und das ist halt eben Unix Timestamp 1.1.1970 bis zum 31.03.2017 sind alle Errata integriert. Ja. Dann gibt es noch was, um das Ganze noch ein bisschen verwirrender zu machen. Das nennt sich Composite Content View. Und das ist im Prinzip, da kombiniere ich mehrere Content Views in einem View. Und das ist sinnvoll, wenn ich beispielsweise Betriebssystempakete in einem eigenen Content View habe und meine Applikationspakete für irgendeine Webanwendung oder irgendeine andere Software in einem anderen View. Ja, dann kann ich diese Content Views unabhängig voneinander eben aktualisieren. Kann ja sein, dass es nur OS-Updates gibt und zum anderen Zeitpunkt gibt es aber nur Applikations-Updates, dann muss ich nicht beide Content-Views updaten. Und da muss man allerdings bedenken, dass da Filter überschrieben werden. Wenn ich ein Content-View mit einem Filter habe und einen anderen ohne Filter, dann wird das überschrieben. Das sieht dann im Backend wie folgt aus. Hier zum Beispiel, das ist ein Content-View, wo eben einfach die Betriebssystempakete drin liegen. Und ein anderer Content-View, wo eben Applikationspakete drin liegen. Muss man einfach mal für sich selbst herausfinden, was da die bessere Vorgehensweise ist. Ja, was man in dem anderen Slide schon gesehen hat, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, es gibt hier einen Reiter, der heißt Environment. Ja, und da geht es im Wesentlichen darum, dass Systeme in Umgebungen unterteilt werden können. Ja, also beispielsweise Dev, QA, Prod. Das ist ein gängiges Schema oder eben nur Dev und Prod, je nachdem, was für Anforderungen man hat. Und die Content-View-Versionen, die ich habe, die werden eben als eine Umgebung zugeordnet. Das bedeutet, ich habe einen Stand beispielsweise, den ich auf mehrere Landschaften ausgerollt habe und dann kommen neue Updates. Und die würde ich ja nicht sofort im ersten Schritt direkt auf Entwicklung und Produktion testen wollen. Das wäre ja fatal. Deswegen kann ich diese Version erstmal nur auf die Entwicklungssysteme ausrollen, kann da die Pakete eben testen und validieren. Und wenn das funktioniert, kann ich es an die Produktion weitergeben. Und das ist ein sehr tolles und wichtiges Feature, wie ich finde. Und selbst wenn ich keine Umgebung definiere, es gibt immer eine sogenannte Library Environment. Ja. Gucken wir uns mal an, wie das im Backend aussieht gleich. Wenn ich Patches freigebe, ich hatte es gerade schon mal angerissen, ich importiere neue Pakete, dann muss ich den Content View aktualisieren. Dann würde ich das an die Entwicklungsumgebung durchreichen, das nennt man auch Promoten. Und würde die Patches testen und dann eben auf QA und dann auf Prod gehen. Das kann ich entweder manuell über die Web-GUI machen, das sehen wir gleich, wie das funktioniert. Aber es gibt auch ein API-Tool dafür, das sich Hammer nennt. Und eigentlich gibt es dafür auch ein Tool von Red Hat, das sich Cartello CV Manager nennt. Das ist so ein kleines Ruby-Tool, das halt als Cronjob beispielsweise läuft und dann so Dinge tut wie, wenn ich eine Entwicklungsumgebung habe, kann es jede Nacht die neuesten Patches dahin stagen und kann die letzten 5 Versionen der Content Views behalten, ältere Versionen löschen. An sich eine tolle Sache, nur habe ich das mit Red Hat Satellite 6 und CentOS 7 nicht zum Laufen bekommen. Ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht, ich habe das letzte Mal vor ein paar Monaten getestet, aber damals hat es nicht funktioniert. Aber prinzipiell, wenn es einer von euch einsetzt, vielleicht mal auf der GitHub-Page vorbeigucken, vielleicht hat sich da was getan mittlerweile. Auf der Oberfläche würde das wie folgt aussehen. Wir haben hier den Content View, den würden wir jetzt aktualisieren. Wir sind also hier auf Publish New Version gegangen und dann gebe ich erstmal eine Beschreibung an, warum. Ja, hier habe ich jetzt reingeschrieben, neue Pakete von den Repos importiert. Und wenn ich das bestätige, sehe ich, dass hier eine neue Version released wird. Also wir haben hier vorher, wichtig, Version 17 war die aktuelle, die an Dev und Prod weitergereicht wurde. Und hier habe ich die Anzahl der Pakete und Errata, die zu dem Zeitpunkt zur Verfügung standen. Hier wird jetzt eine neue Version veröffentlicht, Version 18, die erstmal nur der Library zugewiesen ist. Das dauert dann einen kleinen Moment.
Wenn das fertig ist, sehe ich hier, dass die Anzahl der Pakete und Errata eben eine andere ist. Also es sind neue Pakete dazugekommen, alte Errata sind rausgeflogen. Und der nächste Schritt wäre dann auf Promote zu gehen, um das entsprechend der Entwicklungsumgebung zuzuweisen. Das heißt, neuer Dialog, ich bekomme hier automatisch vorgeschlagen, hey, es ist in der Library, der nächste Schritt wäre, es in Dev zu promoten. Dann kann ich hier noch eine Beschreibung reingeben und klicke wieder auf Promote. Es dauert wieder und dann sehe ich, hier steht Dev mit drin. Jetzt würde ich die Patches eben testen und wenn das funktioniert hat, wieder auf Promote, es wird automatisch Prod vorgeschlagen und dann entsprechend ist diese Version in allen Environments verfügbar. Alte Versionen kann man dann entsprechend noch aufbewahren, kann dann also quasi auch ein Rollback machen, wenn ich jetzt merke, okay, in der QA hat es funktioniert, aber in der Produktion gab es ein massives Problem und ich möchte wieder auf die Folgeversion, überhaupt kein Problem damit. Was ich über die GUI nicht machen kann, und das macht auch absolut Sinn, dass ich eine neue Version direkt an Dev und Prod durchreiche. Das funktioniert nicht, kann ich aber über die API machen, wenn ich gerne mich mit Problemen rumärgern möchte. Gut. Okay, reden wir mal über Puppet. Also wenn man was über Puppet häufig sagt, dann ist es gar nicht so einfach, wie man denkt. Ja? Vielleicht mal so ein kleines Wrap-up, Puppet in a nutshell. Also Puppet ist prinzipiell eine Client-Server-Applikation. Ich kann es aber auch ohne Server betreiben, wenn ich möchte. Das ist überhaupt kein Problem. Aber prinzipiell sieht es so aus, dass es einen Master gibt, der eben Agenten steuert und konfiguriert. Und die Zustände von Komponenten definiere ich eben mit Manifesten. Wobei im Komponentenzustand viel bedeuten kann. Das kann ein Systemparameter sein, das kann der Inhalt von einer Datei sein, das kann ein lokaler Benutzer sein. Config von einem Dienst, das können verschiedene Dinge eben sein. Und diese Manifeste kann ich wieder modular mit Facts aufbauen. Wir erinnern uns, Facts hatten wir am Anfang schon mal gehabt. Deswegen beginnen wir gleich mal mit einem Beispiel nach den beiden Slides. Wichtig ist, Puppet verwendet die sogenannte Resource Abstraction Language. Ja, die verwende ich dafür, um Stati innerhalb von einem Manifest zu definieren. Ja, und da gibt es verschiedene Ressourcetypen, wie schon erwähnt. Es gibt zum Beispiel Benutzer, die ich verwalten kann, es gibt Dienste, die ich verwalten kann, Dateien etc. Und diese Ressourcetypen gibt es eben eingefallen, die kann ich mir komfortabel mit Puppet Resource Types aufzählen lassen. Und pro Resource Type, also beispielsweise File, Service, gibt es ja auch wieder viele Optionen. Zum Beispiel ein Benutzer kann ein Passwort haben oder kann eine bestimmte ID haben. Service kann einen Zustand haben, dass er gestartet werden soll und so weiter. Diese Optionen kann ich mir dann entsprechend mit Puppet Describe anzeigen lassen. Und was das Erstellen von Manifesten unglaublich erleichtert, ist, dass ich mir eine vorhandene Ressource schon mal beschreiben lassen kann von Puppet und das kann ich dann mehr oder weniger eigentlich schon in mein Manifest übernehmen. Also beispielsweise, ich habe einen Dienst konfiguriert und dann kann ich einfach Puppet Resource Service und Name des Service eingeben und dann sehe ich schon den Output, wie man das im Manifest beschreiben könnte. Also man muss dann nicht immer das Rad neu erfinden. Und ein kleines Beispiel, hier ist ein Service, der Apache-Service, der soll einfach automatisch gestartet werden. Ja, also Service, HTTPD, started, enabled, fertig. Wenn wir jetzt Facts noch mit reinbringen, also hier sieht man erstmal, das Manifest wird zugewiesen und dementsprechend nach 8 Sekunden hat Puppet das umgesetzt und der Dienst ist dann installiert. Ja. Und mit Facts würde das so aussehen, hier haben wir das Ganze nochmal erweitert. Also hier wird erstmal wieder vorausgesetzt, dass der Apache-Server installiert ist. Aber darüber hinaus soll noch eine Datei erstellt werden, nämlich die Standards-Landing-Page vom Apache-Server auf Enterprise-Systemen. Und die Datei soll halt eben auch noch einen String enthalten. Und der String wiederum enthält eine Variable und dieses $Hostname ist eigentlich ein Puppet-Fact. Ja? Also das, was Fact da uns angezeigt hat am Anfang. Und somit sehe ich dann halt eben den Hostname in der Datei. So, und mit Formen bedeutet das im Prinzip, also Formen integriert einen Puppet Master und einen CA. Und das wird eben auf dem Master installiert oder auf irgendeiner Satelliteninstanz. Ich habe dann Puppet Dashboards und kann über die Oberfläche Klassen, Variablen und die ganzen anderen Puppet-Elemente konfigurieren. Klassen wiederum kann ich in Config Groups zusammengruppieren. Und wir haben ja vorhin diese Lifecycle-Environments gesehen, also DevPod QA. Und da wird dann auch pro Environment ein eigenes Puppet-Environment erstellt. Ja? Und
Overrides, also wenn ich zentrale Einstellungen definiere, kann ich dann pro Host oder pro Host Group entsprechend überschreiben. Das mal im Backend zu zeigen. Also das ist dieses Dashboard, das man sieht, wenn man sich direkt einloggt. Und hier sehen wir zum Beispiel, dass 50% meiner Puppet-Hosts eben out of sync sind. Sehe hier eine Summary, wie viele Hosts im Error-State sind. Sehe, wann sich die Systeme in der letzten halben Stunde wie oft gemeldet haben. Sehe eine Liste meiner Systeme. Das ist schon mal ganz praktisch. Zu den Puppet-Classes. Hier vielleicht ein kleines Beispiel. Das sind ein paar Puppet-Classes, die ich im Homelab definiert habe. Beispielsweise gibt es eine Puppet-Class, um APT zu konfigurieren oder um Firewall zu konfigurieren, Fail-to-Ban. Die sehe ich dann entsprechend, die ganzen Klassen, die durch Module quasi importiert zur Verfügung stehen, und sehe auch, wie viele Parameter verfügbar sind und wie viele die ganzen zugewiesen sind. Also das ist auch mal ganz, ganz praktisch, um mir einen Überblick zu verschaffen, was ich eigentlich definiert habe und wie viele Systeme davon profitieren. Wenn ich eine Puppet-Class editiere, das kann ich auch ganz komfortabel übers Backend machen. Hier beispielsweise, es gibt eine Puppet-Class, um SSH zu konfigurieren, und es gibt eine Einstellung, die es erlaubt oder verbietet, dass sich Root über SSH einloggen darf. Das habe ich jetzt beispielsweise auf zentraler Ebene direkt für alle Systeme überschrieben und auf Nein gesetzt. Das heißt, jedes System, das eben per Puppet SSH-Konfiguration bezieht, deaktiviert per se erstmal den Root-Login. Ja, also ein Override auf globaler Ebene. Hier sind die Puppet-Environments, die ich kurz angesprochen hatte. Wir haben ja gesehen, Dev und Prot gab es bei mir in der Umgebung plus Library, und dann wird eben entsprechend pro Lifecycle-Environment wird ein eigenes Puppet-Environment erzeugt. Und ich sehe hier auch wieder, wie viele Hosts da drin sind und mit einer Übersicht, wie viele Systeme in welchen Environments sind. Zu den Configuration Groups, also jedes Puppet-Modul stellt ja Klassen bereit, und Klassen kann ich auch wieder gruppieren als Config Group. Das bedeutet, hier zum Beispiel gibt es eine Config Group Generic Configurations, und da habe ich beispielsweise drei Puppets Classes, also drei Puppet Module drin. Ja? Weil das für mich zum Beispiel generische Configs sind, die jedes System haben muss. Also YAML Config, SSH Config und eine Screen Config. Das kann ich auch ganz komfortabel über die Web-Oberfläche entsprechend neue Classes hinzufügen oder bestehende entfernen. Pro System sieht das dann so aus. Also ich kann auch pro System manuell Puppet-Classes konfigurieren, hinzufügen oder entfernen. Hier zum Beispiel sieht man ein System, das ist in dieser Generic Configurations Config Group, die wir gerade gesehen haben. Demzufolge sind diese drei Classes integriert. Aber ich kann jetzt auch manuell pro System nochmal eigene Classes hinzufügen. Zum Beispiel, ich habe 100 Systeme, die alle gleich sind, aber eins, das eben nicht gleich ist. Dann kann ich manuell für dieses eine System eine Puppet-Class hinzufügen. Zum Thema Drittanbieter-Module. Jeder, der sich schon mal ein bisschen mit Puppet beschäftigt hat, weiß, PuppetForge ist Place to Be. Da gibt es die ganzen Puppet-Module in unzähligen Variationen und Versionen. Muss man auf jeden Fall mal vorbeigucken. Gibt es eigentlich für nahezu jede Anwendung oder jeden Use Case gibt es schon ein Puppet-Modul. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man ein eigenes Puppet-Modul programmieren muss, die ist relativ gering. Ja. Sieht dann technisch so aus, ich lade mir das Modul herunter, kopiere das in mein Produkt und aktualisiere den Content View. Wichtig, ich habe es vorhin schon mal angerissen, unbedingt Abhängigkeiten und Anforderungen überprüfen, denn Red Hat Satellite 6 verwendet eine alte Puppet-Version. Unbedingt mehrfach gucken, ich muss auch manuell darauf achten, wenn ich ein Modul installiere und das andere Modul benötigt, dass ich die Abhängigkeiten auch mit installiere. Sonst wundere ich mich, warum das Puppet-Modul nicht funktioniert. Ja, hier ein Beispiel davon. Ich habe also ein eigenes Software-Product konfiguriert, wo ich in einem Repository die einzelnen Puppet-Module hochlade. Das heißt, ich kann eben hier die Module entfernen oder über ein Upload-Formular, wie man es von anderen Webseiten kennt, entsprechend die Module hochladen. Das heißt, es sind ZIP-Files oder TKZ-Files, kann ich einfach hochladen. Gut, Automatisierung. Uns läuft leider ein bisschen die Zeit davon, deswegen... Wie schon erwähnt, es gibt eine API für Foreman und Catello, die relativ gut dokumentiert ist. Somit kann ich schnell in meine eigenen Anwendungen das Ganze integrieren. Die Doku liegt online oder auch auf dem eigenen Server. Ein sehr gutes Beispiel für ein Tool zur Automatisierung ist das Hammer-Tool, das ja schon an manchen Stellen erwähnt wurde. Das ist ein CLI-Tool, womit ich Foreman, Catello, Docker und die ganzen Funktionen der beiden Tools fernsteuern kann. Kann ich für mein lokales System oder auch für entfernte Systeme machen. Und es gibt mehr als 50 Kommandos dafür. Also nahezu alles, was ich über die GUI machen kann, kann ich
garantiert schneller über die Hammer CLI machen. Also das Tool auf jeden Fall mal ausprobieren, lohnt sich. Kleines Beispiel, ich hatte es ja vorhin erwähnt, das Updaten von Content Views ist über die GUI, habt ihr ja gesehen, sind einige Klicks. Das kann ich auch automatisieren, indem ich eben hier Content View Update sage, den Namen angebe, Publish, den Namen wiederum angebe und Promote und dann entsprechend das Lifecycle Environment. Also mit 3 Befehlen kann ich eigentlich das machen, was ich mit 5, 6 Mausklicks in der Web-Oberfläche gemacht habe. Und da wiederum könnte ich jetzt auch beispielsweise direkt an Dev und Prod promoten, wenn ich das denn unbedingt möchte. Beim Thema Automatisierung ist es ja häufig so, dass Maintenance ist in größeren Umgebungen komplexer, als man sich das eigentlich gedacht hat. Ja? Also ich muss in aller Regel vorher irgendwie Snapshots machen, muss eventuell mein Monitoring-System ausplanen oder meine Änderungen dokumentieren, Snapshots wieder entfernen. Also mal eben kurz am Wochenende die ganzen Systeme patchen, ist meistens nicht drin, weil dauert doch länger als erwartet. Und da habe ich mir gedacht, das müsste man irgendwie automatisieren können. Deswegen habe ich angefangen, ein Tool zu programmieren, das sich CutPrep nennt. Und das ist ein Python-Toolkit, das sich nahtlos in Formen und Cartello integriert und in gängige Monitoring-Systeme und Hypervisor, also Hyper-V, VMware vSphere, Nagios, Isinga, Xen, KiwiM. Und die eigentliche Wartungsarbeit für mich komplett automatisiert. Das heißt, mit einzelnen Befehlen kann ich meine gesamte Systemlandschaft vorbereiten, warten und auch wieder bereinigen, nachdem ich damit fertig bin. Und meine Changelogs werden dann sogar ISO 27701 konform mit Pandoc gesetzt. Ja. Was das Tool auch noch kann, es unterstützt Filter. Das heißt, ich kann dann pro Organisation, Location, Hostgruppe oder Environment filtern. Beispielsweise, ich will nur Systeme von Kunden A automatisiert patchen, dann kann ich einen Schalter angeben, dann wird auch das entsprechend berücksichtigt. Und das System kann mir auch automatisch Systeme neu starten, wenn ein Update das benötigt. Und Konfiguration geschieht eben über Puppet System Parameter. Das heißt, ich kann pro System definieren, du brauchst einen Snapshot, du bist im Monitoring, du brauchst kein Backup. Und das Ganze muss ich noch nicht mal manuell machen, sondern ich kann ihm sagen, hier ist dein vCenter, hier ist dein Isinga, erkenn das mal selbst. Und dann wird vollautomatisch werden die beiden Systeme durchsucht und die Informationen mit Formen korreliert. Das heißt, es ist gar nicht so zeitaufwendig, das zu implementieren. Und wer möchte, das Ganze wird auf GitHub programmiert, beziehungsweise ich habe es auf GitHub hochgeladen, könnt ihr euch gerne an der Entwicklung beteiligen. Ich freue mich da immer über irgendwelche Ideen oder Code-Änderungsvorschläge. Einfach mal vorbeigucken, wenn ihr möchtet. Ja, Installation relativ simpel. Das ist ein Toolkit, es gibt eine Doku, man geht es herunter, man installiert es. Man trägt dann seine Zugangsdaten ein für Foreman, für Isinga, für meinen Hypervisor und lasst dann eben meine Wartung simulieren. Und gibt ein paar Kommandos, die sind eigentlich relativ selbsterklärend. Man kann sich das einfach herableiten, was das macht. Also es gibt ein Tool, um meine Zugangsdaten zu pflegen, um die Parameter zu erkennen. Steht dann auch in der Doku drin. Vorgehensweise wäre, ich mache eine Bestandsaufnahme meiner Systemlandschaft, weil bei diesem Snapshot werden Informationen gespeichert, welche Systeme habe ich, welche Patches stehen aus, was für Informationen gibt es zu den Patches. Dann kann ich die Wartung vorbereiten, durchführen und überprüfen und mache dann anschließend nochmal eine Bestandsaufnahme. Warum? Weil dann habe ich das Delta. Ich weiß, was ich vorher hatte, ich weiß, was ich nachher hatte. Und mit Hilfe dieses Deltas kann ich meine Reports erstellen und mich über die gesparte Zeit dann freuen. Das Hauptkommando, das man verwendet, ist im Prinzip CutPrep Maintenance. Und auch hier sind die Commands wieder relativ selbsterklärend. Also Prepare, Warten vorbereiten, Execute, durchführen, Verify, überprüfen, Snapshots entfernen, Clean up. Da gibt es einen Dry Run Parameter. Und das ist sehr, sehr wichtig, den immer vorher zu verwenden. Bevor man jetzt wirklich auf den Knopf drückt, der 100 Systeme patcht, wäre es schon ganz gut zu wissen, was würde er jetzt machen. Deswegen würde ich empfehlen, immer damit arbeiten, bevor ich was wirklich auf die Produktion loslasse. Was in Zukunft kommen wird, es wird auch ein Rollback geben, um Patches wieder zu deinstallieren. Gibt es aktuell nicht, aber wird noch kommen in der neueren Version. Und wenn ich das gemacht habe, gibt es dann hier so einen coolen, fancy Report, den ich dem TÜV-Beauftragten geben kann. Dann sehe ich so Sachen wie IP, Datum, Uhrzeit, wem gehört das System? Ja, ich habe einen Snapshot gemacht. Jo, ich habe das Monitoring aktiviert, mein System rebootet. Oder eine Auflistung der Patches. Bugfix, Security-Informationen und ob ich schon Reboot brauchte. Das ist das, was den TÜV-Mann glücklich macht und mich als Admin auch, weil der TÜV-Mann glücklich ist, dass ich meine Arbeit richtig gemacht habe. Gut, last but not least, die Migration von Spacewalk zu Foreman und Cartello.
Unterschiede. SpaceFog nutzt eine Oracle oder eine PostgreSQL-Datenbank. Foreman hat eine MongoDB und eine PostgreSQL, beides. Kleinbetriebssysteme, die ich mit SpaceFog verwalten kann, mittlerweile offiziell nur noch Red Hat-basierte. Debian hatte immer so einen experimentellen Support. Solaris gab es mal, ist mittlerweile deprecated und auch aus dem Code rausgeflogen. Und mit Foreman auch erstmal nur RPM-basierte. Aber es gibt eine experimentelle Debian-Unterstützung und ich denke, da wird sich in der Zukunft noch ein bisschen was tun. Configuration Management haben wir ja schon kennengelernt. Foreman verwendet da Puppet, während SpaceWalk ein eigenes Tool genutzt hat, das jetzt nicht so flexibel war. Wichtig an der Stelle, SUSE Manager, was ja auch auf SpaceWalk basiert, nutzt mittlerweile Salt, was deutlich flexibler ist für die meisten Kunden. Software hatten wir auch schon kurz angerissen. Es gibt einen Kanal, der aus mehreren Repos bestehen kann. Bei Foreman entsprechend Repos gehören zu Products, die wiederum zu Content Views gehören. Bisschen komplexer. Aktivierung jeweils manuell oder eben per Activation Key, wenn ich die Installation gescriptet automatisieren möchte. Und die Orchestration, wenn man mehrere Standorte hat, bei SpaceFog heißt das eben Proxy und bei Foreman ist es die Capsule. Ja. Zur Migrationsvorgehensweise vielleicht ein guter Hinweis für dich. Das, was auch Red Hat empfiehlt in der offiziellen Migrationsdoku, es ist meistens sinnvoller, ein neues System zu installieren und da nach und nach die Softwarequellen und Inhalte zu integrieren, die ich benötige und dann meine Systeme anhand oder die Konfiguration anhand von Testsystemen erstelle und dann nach und nach meine Systeme migriere. Also ich würde nie von heute auf morgen von Satellite 5 auf Satellite 6 gehen. Das gibt nur Chaos. Das muss man schon sauber angehen und sukzessive die Systeme migrieren und meine Inhalte abbilden. Um Systeme zu registrieren, gibt es ein Bootstrap-Skript, das sollte ich ausführen. Das liegt auf dem Webserver, kann man einfach runterladen, mit Wget und ausführen. Dann sollte ich Puppet installieren und den Cartello-Agent. Der Cartello-Agent integriert sich in die Paketverwaltung und macht eigentlich nichts anderes, als an das System zu reporten, welche Errate habe ich installiert, damit ich weiß, das ist der Softwarezustand und diese Patches müsste man oder könnte man installieren. Dann kann ich wiederum noch meine Subscriptions zuweisen und überprüfen oder weitere Informationen hinterlegen, zum Beispiel, wem gehört das System, habe ich vielleicht eine eigene Hostgroup, beispielsweise alle Webserver in eine Hostgroup. Das könnte ich dann im nächsten Schritt machen. Und das Bootstrap-Skript macht eigentlich nichts anderes, als neue Systeme mit Foreman zu registrieren. Aber es kann auch alte RHN-Lasten entfernen. Also wenn ich beispielsweise vorher Red Hat Satellite 5 verwendet habe oder SpaceWalk, dann würde es entsprechend das RHN-Plugin deinstallieren, würde den Daemon zur Kommunikation deinstallieren. Das heißt, das muss ich nicht manuell machen. Das ist ganz komfortabel, wenn ich eine große Landschaft habe und von Satellite 5 auf 6 migriere. Und optional kann ich eben auch Aktivierungsschlüssel, Hostgruppen und Organizations angeben, beispielsweise um das direkt in die richtige Kundenumgebung zu registrieren. Was ganz wichtig ist, ist das Tool Virtu. Das ist vor allen Dingen dann interessant, wenn man mit Red Hat Enterprise Linux System arbeitet. Und da ist es so, ich muss ja eine Lizenz dafür kaufen und in dem Lizenzmanifest ist definiert, auf welche Hardware das eigentlich laufen darf. Das heißt, ich kann beispielsweise eine Red Hat Enterprise Linux Lizenz kaufen, die es mir erlaubt, eine VM auszuführen, vier oder unendlich viele. Und das ist halt eben wichtig für die Zuweisung, weil nur wenn sichergestellt ist, dass dieser Host dafür berechtigt wurde, diese VM auszuführen, kann ich auch die Pakete beziehen. Ja? Und da ist es so, aus technischer Sicht, der Subscription Manager, mit dem ich diese Subscription überprüfen kann, das funktioniert nur, wenn der Hypervisor auch als Content Host in Foreman bzw. Cartello gepflegt ist, weil ich darüber eine Zuordnung habe von der Hardware zur virtuellen Maschine. Da gibt es eine Doku zu und das funktioniert mit VMware vSphere, Ref und Hyper-V. Sieht dann so aus, dass der Virtu-Daemon auf irgendeinem System läuft und diese Host-VM-Zuordnung überprüft. Beispielsweise, ich habe vier physische Systeme berechtigt aufgrund meiner Lizenzen und es wird überprüft, ob die VMs auf einen der vier Hosts laufen. Das macht dieser Dienst im Hintergrund. Das heißt, der Dienst weiß immer über meine Lizenzen und meine Installation Bescheid. Folglich kann ich auch nicht unterlizenziert sein, weil der Dienst das eben entsprechend immer überprüft. Und ich kann dann auch, wenn ich mehrere Lizenzverträge habe, das im Backend einzelnen Verträgen zuordnen. Beispielsweise, ich habe einen Kunden, der dedizierte Hardware hat, dann kann ich diese VM genau diesem Lizenzvertrag im Backend zuordnen. Somit kann ich sicherstellen, dass die Kundenverträge immer die richtigen Lizenzen auch verwenden. Also
Das ist eine Besonderheit, wenn man Red Hat Satellite 6 einsetzt oder mit RHEL arbeitet, muss man an der Stelle bedenken. Wenn man das nicht macht, führt das dazu, dass eine registrierte VM nur maximal einen Tag lang Rechte auf die Softwareinhalte hat. Das sieht man dann hier. Also Subscription Manager ist das Tool, das ich auf dem Client-System ausführen kann, um zu gucken, ob ich sauber registriert bin. Und das sagt eben hier, dass ich nicht sauber registriert bin, weil ich wurde nicht auf irgendeinem Host reported und deswegen habe ich nur eine temporäre Lizenzzuweisung. Das heißt, ich habe dann einen Tag Zeit, das zu beheben und kann einen Tag lang Pakete beziehen, ansonsten erlischt das eben wieder. Ganz wichtig. Gut, das war jetzt viel Input. Habt ihr Fragen? Ja? So Vortrag, wie sieht es mit Integration von Tests aus und Tests? Wenn ich jetzt promoted habe, kann ich automatisiert Tests machen. Die Frage war, wie es mit Unit-Tests aussieht, beispielsweise um entsprechend automatisierte Tests zu machen, wenn man neue Pakete importiert hat. Ob es da schon was Fakes gibt, weiß ich gar nicht, um ehrlich zu sein, aber über die API könnte man das auf jeden Fall irgendwie ansteuern. Also ich könnte mir mit dem Use Case vorstellen, man schreibt sich ein Skript, das halt eben per Hammer beispielsweise die Pakete importiert. Und dann könnte man ja, man könnte eine Hostgroup definieren, wo alle Entwicklungssysteme drin sind. Und den könnte ich Remote-Befehle schicken, die dann beispielsweise Unit-Tests gegen eine Web-Anwendung fahren, zum Beispiel. Also das könnte ich mir vorstellen, dass man das automatisieren könnte, aber ob es da per se schon was Vorentwickeltes gibt, habe ich jetzt bisher noch nicht gesehen, aber kann man über die API abbilden. Also da gibt es auf jeden Fall Kommandos. Bitte? Stimmt, Hinweis war oder über Jenkins, da gibt es ja auch ein Add-on für. Habe ich jetzt häufig in dem Zusammenhang gesehen, dass man halt automatisiert irgendwelche Hosts in Jenkins registriert, die man neu provisioniert, aber kann man bestimmt auch in der Form machen. Gute Idee. Über Jenkins ist das bestimmt machbar mit der API. Ja? Red Hat hat ja vor einiger Zeit Ansible gekauft. Irgendwelche Pläne bekannt, dass das in die Richtung gehen könnte, weil es wird sich ja anbieten. Hinweis war, Red Hat hat vor einiger Zeit ja Ansible gekauft. Es gibt ja auch beispielsweise den Ansible Tower von Red Hat, inwiefern das jetzt mit Red Hat Satellite aussieht. Ja, mit Version 6.3 gibt es auch eine Ansible-Unterstützung. Das gibt es ja schon seit einiger Zeit als Plugin für Foreman. Und jetzt mit 6.3 kann man dann auch Supported Ansible verwenden, weil das ist eigentlich mit 6.2 noch ausgeschlossen, aber jetzt mit 6.3 kommt es rein. Und das hat mich sehr geärgert, weil ich habe zu dem Zeitpunkt gerade eine Migration gemacht und ich hätte liebend gerne Ansible verwendet, habe dann festgestellt, das darf ich ja nicht, weil ich dann keinen Support dafür habe. Also habe ich alles auf Puppet migriert, was am Anfang nicht so einfach war, nur um dann zu lesen, dass in der nächsten Version der Support sein wird. Also mit 6.3 wird das. Zumindest habe ich einen Slide von der Red Hat Summit gesehen, wo genau das da drin stand. Natürlich mit dem Hinweis. Unsere Pläne können sich noch ändern, aber ich gehe mal schwer davon aus, dass das so bleibt. Gut. Weitere Fragen? Nein? Gut, dann habe ich am Ende für euch noch ein paar Links zusammengestellt. Foreman-Webseite und die Cartello-Webseite, einfach nur für die Dokumentation und ein paar Informationen, Release-Notes. Die Red Hat Satellite 6-Dokumentation kann auch oftmals interessant sein. Wie gesagt, Red Hat Satellite 6 basiert technisch auf Foreman, Cartello, Candlepin und Pulp. Das heißt, das ist im Prinzip eigentlich alles 1:1 auch darauf reproduzierbar. PuppetForge, wenn ihr ein paar Module braucht, wie gesagt, für nahezu jede Applikation und jeden Dienst gibt es da vorgefertigt schon Pakete. Und wenn euch das Thema Patch-Automatisierung interessiert, dann habe ich euch auch mal hier die CutPrep-Webseite verlinkt. Also auf GitHub findet ihr das, wenn ihr da entsprechend zum Code beitragen wollt oder euch einfach mal reinlesen wollt, sehr gerne. Und ich verfasse derzeit so eine kleine Blogartikelserie über Foreman und Cartello. Auch da habe ich dann mal die Landingpage verlinkt. Also die Slides werde ich dann auch nachher über die Konferenz-Webseite zur Verfügung stellen. Könnt ihr euch einfach mal durchklicken, wenn ihr möchtet. Ansonsten bedanke ich mich sehr für eure Aufmerksamkeit. Wer möchte, kann sich hier mal meinen Blog angucken oder mir auf Twitter, Google Plus oder YouTube folgen. In dem Sinne, vielen Dank.